So, Freunde, heute bin ich echt sauer. Ich denke mir so nichts Böses, guck mir die Top 5 Clips von Social Clan an und höre folgendes. Wenn euer Videotitel für einen Clip Damien ist ein Hurensohn ist, dann habt ihr auch natürlich mehr Chancen, dran zu kommen. Mehr Chancen, dran zu kommen. Gut, da denke ich mir so. Und mit diesen Kriterien müsste ich doch safe Nummer 1 sein. Ich suchte und ich suchte Top 5 Clips überall, doch nirgendwo fand ich ihn. Meinen Clip. Wo ist der Clip? Man will mich verarschen, man hat überall geguckt, das ist nicht so zu finden, man will mich ja nicht verlernt nochmal rollen. Ich will echt sauren, wenn man einen Titel geschrieben hat, hast einfach nichts gemacht, man, ich glaub, es ist... Und damit ein fettes Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video. Oh, warte mal, hier fehlt ein Gameplay. Zu meinem Kanal und ganz ehrlich, Leute, heute geht es um ein richtig heftiges Thema und zwar... Um was für ein Thema geht es heute eigentlich? Ja, Leute, heute habe ich mal absolut keine Ahnung, was mein Thema ist, aber ich bin letztes Mal auf YouTube so unterwegs gewesen, habe jemanden gefunden, der genauso oder wenn nicht noch behinderter ist als ich. Ich weiß, es geht irgendwie gar nicht. Ist aber auch egal, auf jeden Fall ist der Damien und kommentiert für den Social Clan. Ja, man, guckt euch seine Augenbrauen an. Sind das nicht schöne Augenbrauen, Mann? Oh mein Gott, die sind so fett. Warte mal, dann müssen wir es korrigieren. Einmal jetzt die Augenbrauen und... Besser. Naja, auf jeden Fall hat mich Ruffe auf die Idee gebracht, weil wir beide so absolut behindert sind. Naja, auf jeden Fall hat Ruffe mich auf die Idee gebracht, einfach mal, dass ich ein Video gegen ihn machen soll. So ein richtig heftigen Diss-Track. Aber da dachte ich mir so, Diss-Track ich, als wenn ich rappen könnte. Und deswegen... Eigentlich wollte ich jetzt rappen, aber nee, das ist mir dann irgendwie doch zu peinlich. Aber egal, deswegen habe ich jetzt einfach mal irgendwas reingeschnitten, weil Damien, das ist eine Ansage gegen dich. Du bist nicht der Behinderte auf YouTube. Ich. Ja, oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, heute absolut kein Thema, aber ich muss echt mal sagen, ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden mit meinen Videos, Leute, ja? Ich weiß, viele sagen mir, ich mache die krassesten Videos und so, aber ich habe diese Ideen einfach nicht mehr, Leute, weil ich muss doch irgendwas Krasses verbessern. Ich weiß, es juckt euch gerade absolut nicht, aber ich habe nicht mal einen ansatzweisen Plan, über was ich gerade reden soll. Deswegen glaube ich einfach absolut Bullshit. Übrigens im Hintergrund ein Gameplay von meinem Kumpanen, von meinem Real-Life-Kollegen, von dem hässlichsten Typen der Welt, Torben, Hashtag LiluxHD, sein Link ist unten in der Videobeschreibung, Leute, wäre mega sick, wenn ihr mal vorbeischauen könntet, weil er macht zwar nur so Gameplays und so und zockt auch nicht den ganzen Tag mehr. Also doch, er ist immer noch absoluter Suchti, aber egal. Das ist ein Gameplay von ihm für 55er ganz höher, also schaut einfach mal vorbei, würde mich mega freuen und ja, ansonsten habe ich wieder absolut nichts anzusprechen, Leute. Ich möchte meine Videos noch ein bisschen so einen Touch verleihen. Wisst ihr, mein Vorbild ist ja Julian Bam und ich dachte mir, ich könnte das so ein bisschen in die COD-Szene integrieren. Kann ich irgendwie doch nicht, Leute, aber auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag jetzt, weil das war absolut das behindertste Video, was ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und jetzt mal ohne Witz, Leute, habt ihr schon mal jemanden so viel Scheiße labern gehört wie ich? Nee, ne? Also geht jetzt auf Damien, seinen Kanal, das ist unten in der Videobeschreibung. Schreibt ihm einfach mal Hashtag Killkrassbehinderter in die Kommentare. Würde mich mega freuen, weil der Typ, ne, der kann mich doch nicht einfach vom Thron stupsen, Mann. Stupsen? Schubsen, Mann. Und ja, heute das verplanteste Video meinerseits, aber hat trotzdem Spaß gemacht, das zu drehen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und stay tuned. Abgesehen davon, das letzte Video gleich im Outro abchecken, weil es echt lustig geworden hat, ein bisschen weniger Aufrufe bekommen und Double Time, Kollege der Boss, wer ist Kollege? Ich habe keine Ahnung. Tschüss. Bis.